Good morning, London. Today, day 4 in this butt. In it. Was steht heute an? Heute steht vieles an. Ich nehme euch mit, wie immer. Abo, Like nicht vergessen. Dave Wave, day 4 in London. Here we go. Say, hey, we want to party. Here we go, say. So, Leute, was steht heute auf der Karte? Heute auf der Karte steht Notting Hill. Für die Leute, die es nicht kennen. Deshalb bin ich da. Ich nehme euch mit. Auf jeden Fall, ich bin jetzt am Bahnhof. Ich habe euch ja erzählt, wie die Bahnhöfe hier funktionieren. Falls du nicht weißt, wie die Bahnhöfe in UK funktionieren, schau dir das Video davor an. Bei Day in the Life, Day 3, Dave Wave, UK, London, Day 3. Guckt euch das an, das erkläre ich detailliert, wie man hier U-Bahn fährt. Wichtig. Ansonsten, ja, ich fahre jetzt dorthin. Dauert nicht lange, weil hier die Verbindung so geistkrank. Ich glaube, die Züge fahren 400 km/h oder so. Das ist verrückt. Meine Ohren gehen auch immer zu und so während der Fahrtzeit. Ja, ist schon crazy, was hier abgeht. So, hier zeige ich aber wieder. Ihr haltet dann hier eure Karten dran und dann geht's einfach auf. Ja, das. Guckt euch bitte diese Torten an. Das ist geistkrank. Oh mein Gott, das ist brutal. Ehrlich, das ist brutal. Schaut euch mal bitte an, die Säule ist einfach pink, dunkelblau, hellblau, gelb, schwarz, beziehungsweise navyblau. Dann nochmal pink, einfach gelb, wie cool ist das? So Leute, so sieht das hier aus. Ein kleiner, aber fein. Ich probiere jetzt Orange Juice. Am Morgen immer frisch gepressten O-Saft, gibt nichts Besseres. Wow. Geistkrank. Guckt euch das hier an, Leute. Avocado Toast mit Lachs und Eiern. Geistkrank. Ich bin gespannt, ob es auch so schmeckt, wie es aussieht. So, Taste Test. Vielleicht schmeckt geistkrank. Oh mein Gott, wie geil. Ja, ich fühle mich brutal. Frühstück so underrated, wow. Hier sind wieder so Stände mit Souvenirs. Ich versuche ein bisschen zu filmen, dann zeige ich euch, was hier so gibt. Ja. Hier fängt es schon an, seht ihr ja. So, die haben hier so viele Souvenirs, aber alles ist Ass irgendwie. Also es gibt hier voll viel so, wie nennt man das? Souvenirs, aber mit so Spitzern und so, so ganz komisch. Anstatt dass die irgendwas Normales haben, die haben so eine Telefonzelle, aber als Spitze, also hä? Okay, wenn man auch zur Schule geht, ist cool, aber was für Spitzer, Mann? Mach doch einfach eine normale Telefonzelle, ohne Sinn. So, hier gibt's so Kleider, hier ist eine Bar, hier ist wieder Schmuck. Also hier gibt es wirklich so viel, das ist echt geistkrank. Portobello Spring Opening 2024, Duke of Wellington. Also wirklich Leute, hier gibt es so viele verschiedene Sachen, das ist crazy. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so in der Türkei war oder so, oder in so anderen so Strandländern, sage ich jetzt mal. Da gibt es auch immer diese Stände zwischen Strand und Hotel ist es meistens. Auf den Straßen sind immer so Stände mit, keine Ahnung, alle möglichen Sachen, Souvenirs, gefälschte Sachen, originale Sachen, alles mögliche gibt es immer, Ladekabel, alles. Und so ein bisschen hier hat man den Vibe davon. Das ist voll cool eigentlich. Also ich feiere sowas. Nicht wegen den Sachen, aber einfach, weil man so ein bisschen rumstöbern kann, gucken kann, was es gibt, dies und das. Und hier ist einfach gute Stimmung. So, immer laute Musik, viele Leute, dies, das. Das ist immer voll nice. Auch wenn ich nie was kaufe. So, hier seht ihr jetzt Kleider, Balenciaga, Vetements, neueste Kollektion. Wow. Was gibt's hier? Taschen. Hier gibt's Obst. Also random gibt es von Obst zu Gürtel zu Taschen. Es gibt einfach alles hier. Das ist so crazy. Er ist einfach am Anzug, der Brie.
Das ist schon verrückt, was hier abgeht. Seht ihr, wo ich hier gerade rauslaufe? Aus. Starbucks, aber es gab keinen Kaffee, sondern Dragon Fruit. Und jetzt habt ihr hier live Taste Test. Dragon Fruit Mango in this butt. Alright, let's taste it, innit? Schmeckt geil. Würde ich mir, glaube ich, nicht mehr kaufen, aber es schmeckt geil. Also schmeckt ehrlich geil, aber ich würde es mir nicht mehr kaufen. Wenn ihr es noch nicht probiert habt, probiert es, aber ich würde es mir nicht mehr kaufen. Ja. Hier sind die berühmten Häuser aus London mit den verschiedenen Farben. Guckt euch das an, einfach wie ein Farbkasten. Der Designer meinte, als Kind hat er gern mit Wasserfarben gemalt, deshalb hat er das hier alles so in diesen Farben gemacht. Hier grün, lila, blau, grau, violett, gelb, rot, hellblau. Unbelievable. So, jetzt sind wir hier in so einer Brasserie. Das Krasse ist, was ich euch gar nicht erzählt, ist, wie in Frankreich überall gibt es Wasser umsonst. Also so Leitungswasser gibt es umsonst, dafür muss man nichts zahlen. Schön, das Krasse ist, dass es in Deutschland nicht gibt, aber hier gibt es. Ja, also in Frankreich gibt es und in England anscheinend auch. Ja, jetzt noch kurz was trinken und so. Es ist geistkrankes Wetter, es sind 20 Grad, ich bin am Abfackeln. Ich überlege schon, ob ich hier im Tanktop chillen soll, aber das ist ein bisschen zu viel. Deshalb ja, bin ich hier noch angezogen. Noch. Guckt euch mal bitte an, wie brutal hier alles ist. Das ist verrückt. Alles noch in so Holzoptik und so. Das ist geistkrank. Und für sowas finde ich schön. Oh. So. Jets. Guys, jetzt geht's kurz ins Hotel, umziehen, kurz schlafen und dann gibt's noch was essen heute Abend. Auf entspannt. Nehme ich euch natürlich mit. Denkt dran, Leute, ey, so viele gucken das. So viele gucken das, aber abonnieren nicht. Abonnier doch einfach, Bro. Ein Klick. Ein einziger Klick, Mann. Wo ist das Problem? Ein Klick. So. Sport ist kein Mord. Deshalb. Aber ja, essen. Später heute Abend jetzt erst noch Hotel, schlafen, ausruhen, duschen, bla 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 und dann Hotel. Restaurant. So Leute, jetzt geht's ins Restaurant. Was richtig komisch ist, ist, dass einfach Lenkrad rechts ist. Das ist immer noch komisch, aber ja, hier seht ihr ein bisschen London bei After Daylight. So, here is the place, Como Garden. Also ich sag euch so, hier sieht es brutal aus. Hier sieht es ernsthaft geil aus. So Leute, das hier ist die Speisekarte. Como Garden. Schaut euch an. Was bestellen wir? So, einmal haben wir das. Ah, okay, es gibt nur das. Hier gibt es die normalen Fische, Rosé und so, Wein, schon mal Quatsch. Aber hier Pastas, Fisch, Meats, Pizza, Salad, Antipasti. Okay. Schauen wir mal, ich überlege, was ich nehme und dann sehen wir uns gleich. Also Leute, was habe ich bestellt? Ich habe bestellt Burrata und ein Chicken mit Trüffelsoße. Dies, das ihr seht es gleich. Aber als Vorspeise Burrata, ansonsten Coke. Und ja, ihr wisst ja, Bestellung. Wenn ihr Bestellungen braucht, ich bin 1A Bestellmeister. Sage ich so, wie es ist.
So, das ist Burrata. Burrata. Burrata Dora. So Leute, hier ist das Chicken. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ich teste gleich für euch live on stage. Also Leute, ich habe so Chicken mit Trüffel und Kartoffeln und ja, probiere das jetzt. Geistkrank Eis noch. Das ist geil. Aber das ist nur geil, wenn man Trüffel mag. Das schmeckt brutal nach Trüffel, aber es ist geil. Ernsthaft, Real Talk, ist geil. Das ist Real Talk. Das ist brutal. Das hier, wirklich wow.